It's delicious. Hey Leute, was geht ab, Leute? Und willkommen hier zu einer neuen Folge der FC Barcelona Trainerkarriere hier auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute haben wir ein, ja, etwas größeres Programm vor uns, weil ich werde das Pokalspiel gegen Alaves spielen. Weil Pokal möchte ich nicht rausfliegen, das ist der Copa de España, der spanische Pokal. Wir gehen aber als erstes rein gegen Alaves in der Liga, in der Simulation. Dann spielen wir gegen Alaves, dann simulieren wir gegen Villarreal, dann simulieren wir gegen Getafe. Und dann muss ich mal gucken, ob ich vielleicht noch Granada mitnehme. Weil ich möchte auf jeden Fall die nächste Folge so machen, dass ich die nächste Folge zwei Champions-League-Spiele mache. Nämlich beide Achtelfinalbegegnungen. Beide Achtelfinalbegegnungen gegen Chelsea. Das wäre so mein Masterplan, den ich vorhabe. Und ich denke mal, den werde ich genau so durchziehen. Erstes Spiel gegen Alaves. Einmal kurz reinschnökern, ob wir ein bisschen rotieren müssen. Na, gegen den Tabellen 16. Nö, müssen wir nicht. Oh, Ter Stegen hat 94, Alter. Also was mit Marc-André Ter Stegen los ist, das ist ja unnormal. So, also ich darf eigentlich gar keine Gegentore mehr bekommen. 94er Ter Stegen. Und ich spiele 2-2. Ich spiele 2-2. Ich habe 8 Schüsse, 7 Chancen. Erling Haaland, Memphis Depay. Und ich kriege einfach in der 85. noch das 2-2 gegen Deportivo Alaves, Alter. Ein Punkt nur mitgenommen. Mann, ich möchte Meister werden hier in Spanien. Aber so wird das nichts. Das ist frech. Und das finde ich jetzt frech, ne? Ein Glück spielen wir jetzt nochmal gegen Alaves im Pokal. Und das spiele ich selber. Und jetzt schieße ich Alaves mal komplett aus dem Stadion. Aber wirklich komplett werden die jetzt aus dem Stadion gefegt. Runde der letzten 32. Danach gegen Villarreal. In der Liga darf ich nicht mehr verlieren. Ich darf auch nicht mehr unentschieden spielen. Was war denn das? Das kannst du ja auch nicht ausdenken, dass ich gegen Alaves unentschieden spiele, ne? So, wir gehen unverändert rein. Ultimativ im Estadio de Menti Zorra, Zorrozza, jetzt habe ich es, Leute. Abfahrt, wir gehen rein, let's go. So, dann zeigt mal, dass ihr hier vielleicht auch wieder gut spielen könnt. Ich hoffe natürlich nicht. Also das war jetzt an Alaves der Spruch. Der Spruch war an Alaves Erling Haaland. Erling Haaland. 50 Spielminute. Ja, so schnell und einfach kann es gehen. So schnell und einfach kann es gehen. Komm, Erling Haaland, was macht er? Jubelt. Ja, der jubelt mit mir. Klare Sache, Jungs. Er jubelt mit mir, weil ich bin ja der Trainer hier. Also ich bin quasi der Trainer und steuere meine Spieler selbst. Hört sich komisch an. Ist aber nicht komisch, weil es ist auf jeden Fall das 1-0. Erling Haaland, frühe Führung, schmeckt. Och nee, Ter Stegen! Ter Stegen! Der hat 94, ich komme immer noch nicht drauf klar. Den kann er doch mal halten jetzt hier. Und Alaves macht das Tor. Es steht einfach 5 Minuten später 1-1. War das Cesc Fabregas? Was spielt denn der bei Alaves, Alter? Ja, und hier? Ich weiß auch nicht, warum ich da grätsche. Lost. Dönitz absolut lost am, ja, 1-1. 1-1, die schnelle Antwort von Alaves. Belastend, Alter. So, jetzt runter. Ansu Fati. Nochmal Depay mitnehmen. Memphis Depay, Rabona Fake in die Mitte. Erling Haaland nochmal rüber. Messi. Oh, zu viel Schnickschnack, zu viel hin und her. Ich hätte schon einfach vorher den Abschluss suchen müssen. Und wenn man da so im 16er steht und kombinieren kann, dann muss daraus mehr entstehen. Lionel Messi, nächster Angriff. Lionel Messi, Messi. Mit seinem schwächeren rechten Fuß knipst er ihn, haut er ihn rein hier. 1-2. Und das ist wieder die Führung, die erneute Führung. Ja, und die Zuschauer, also EA, FIFA, da kann man... Da erwarte ich auf der PS5 mehr. Diejenigen, die schon eine PS5 haben, ich habe leider keine. Wie sehen da die Zuschauer aus? Also ich finde, dass wenn jeder Zuschauer irgendwie die gleiche Bewegung macht im gleichen Augenblick, das ist einfach komplett unrealistisch. Ja. Huch. Kurzer Zuschauer-Talk hier. 1-2. Aufpassen, Jungs. Aufpassen. Perez. Jawohl, Gomez. Jawohl. Und jetzt kontern. Kontern über Erling Haaland, der da vorne mit einem immensen Tempo aufs Tor zuläuft. Haaland, oh, Glück gehabt. Rüber. Oh, Fehlpass. Was spiele ich da eigentlich? Jawohl. Ja, was spielt Alaves da eigentlich?
Was spielt Alaves da eigentlich? Messi, 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 Messi! Alter, die Flugkurve von diesen Bällen, die Messi aufs Tor bringt, die sind ja mal anders wild. Die sind ja mal anders wild. 1:3 Führung ausgebaut hier durch den Fehler im Spielaufbau von Alaves. Zack, schön gespielt. Und ja, 1:3. 1:3, schmeckt. Ah, geht noch einer? Geht noch einer vor der Halbzeitpause? Erling Haaland. Erling Haaland in die Mitte. Depay, Memphis. Depay, let's go. 1:4. Boom. 1:4. Ich sag euch jetzt schon mal, beim 1:5 werde ich dann bis zum Endergebnis springen. Weil beim 1:5, ich selbst 1:4 könnte ich es rein theoretisch machen. Weil hier wird nichts mehr anbrennen. Aber da Alaves das erste Spiel 2:2 gegen mich gespielt hat, möchte ich Alaves hier 5 Tore einschenken. Und deswegen läuft der nächste Angriff. Schade, das wäre zu göttlich gewesen. Direkt der nächste Angriff hier. Das 1:5. Aber Alaves ist jetzt gebrochen. Nach dem 1:1 dachte ich, oh, das könnte ein spannendes Spiel werden. Aber jetzt innerhalb von kürzester Zeit 1:4 draus gemacht. Ist natürlich schon geil. Und jetzt nicht am besten, ja, nicht noch das 2:4 fangen. Ansonsten kann das wieder spannend werden. Hallo. Rauf da, rauf da, rauf da. Jawohl, De Jong. Jawohl, De Jong. Und Nachspielzeit sollte auch ein, zwei Minuten sein. Eine Minute. Das heißt, wir können diesen Angriff hier auf jeden Fall noch zu Ende spielen. Über Lionel Messi. Lionel Messi, der läuft und läuft und läuft und läuft. Und bringt die Ecke. Schade. Ecke kommt rein. Lenglet mit dem Kopf. Ah, gar nicht so ungefährlich für einen Eckball. Normalerweise sind die Eckbälle in FIFA eh immer komplett Schmutz. So, weiter geht's. Weiter, immer weiter. Jetzt von links nach rechts über Memphis Depay. Jetzt hier als erstes Memphis Depay. Einmal zack, mitnehmen. Arnold. Bam, bam. In die Mitte. Haaland. De Jong kommt mit. De Jong. Frankie De Jong. Nochmal nach außen, schön mit dem Schüpppass und Ansu Fati. Bing Bong, 1:5, schön in den oder an den Innenpfosten und dann rein ins Tor. Ansu Fati gönne ich, das ist so ein ja, sehr junger, den, von denen werden wir noch in den nächsten Jahren so viel hören wahrscheinlich. Ich hoffe es, Ansu Fati ein sehr sympathischer auch, wenn man den so spielen sieht und einfach so, wie er sein Verhalten halt einfach so ist, finde ich. Ja, 1:5 und ich habe gesagt, beim fünften Türchen werde ich hier bis zum Endergebnis springen und ich denke mal, das bleibt beim Jahr und es ist beim 1:5 sogar geblieben. Erling Haaland hatte die Chance, noch das 6. zu machen, Elfmeter verschossen. Kann es sein, dass bei jeder Simulation, wenn ich dann zum Endergebnis springe, dass man da einen Elfmeter verschießt? Das gefühlt in jedem zweiten Spiel, wenn ich das so mache. Jetzt gegen den Tabellenelften gegen Villarreal mit nicht so einer ganz fitten Mannschaft. Der einzige, den ich rotiere, ist Depay. Da kommt Cunha rein. Die anderen Positionen. Ja, Dembélé. Komm, Dembélé kriegt auch nochmal seine Einsatzminütchen für Ansu Fati. Sie haben ja beide 85 jetzt mittlerweile. Oder Ansu Fati mittlerweile. So, Villarreal sollte man nicht unterschätzen. Ich habe gegen Alaves unentschieden gespielt. Und jetzt gegen Villarreal gewinne ich eins. Cunha! Jawohl! Hier! Das ist die Magic Hand, die magische Hand eines Dönitz. Matheus Cunha und Messi haben es gemacht. Und Cunha, den ich ja habe spielen lassen für Depay, hat das entscheidende Tor gemacht. Deswegen die Magic Hand hier. Die Star-Trainer-Entscheidung, Jungs. Die Star-Trainer-Entscheidung. Oh, gegen wen müssen wir im nächsten? Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Oh, müssen wir heute vielleicht schon? Oh, vielleicht nehmen wir das noch mit. Lol. Leute, das Spiel nehmen wir natürlich doch mit. Das ist ja ganz klar. Also normalerweise wollte ich ja eigentlich hier auch vielleicht einmal dann hier das nächste Pokalspiel. Oh, weiß ich nicht. Also ich mache auf jeden Fall jetzt das Eiberspiel. Getafe simuliere ich. Und dann müssen wir mal gucken. Und dann könnten wir eigentlich schon die Folge heute zumachen. Ah, ich weiß nicht, wegen den Pokalspielen. Mit den Pokalspielen kann man halt nie rechnen. Ich weiß nicht, wo die Pokalspiele sind. Ach Mann, jetzt das bringt schon wieder meinen ganzen Plan durcheinander. Egal, Transferangebot für Cunha, Atletico Madrid. Nee. Nein, danke. Cunha wird doch nicht verkauft hier, Jungs. Cunha wird doch nicht verkauft. Cunha wird aber jetzt... Komm, ich hab Bock, auch mit Cunha zu spielen jetzt gegen Eibar. Gegen Eibar im Copa de España. Ich bin mal gespannt, ob das danach dann direkt wieder weitergeht. Also ein Ligaspiel und danach wieder Pokalspiel. Und dann haben wir auf jeden Fall für die nächste Folge Chelsea und das nächste Pokalspiel
für nächsten Dienstag am Barça. Dienstag, wir gehen rein im Municipal de Ipurua. Haaland, der nicht ganz so fit ist, aber trotzdem wird er spielen, weil es Erling Haaland ist und ich zähle auf seine Tore. Na, direkt der erste Angriff drin? Ja, perfekt. Direkt der erste Angriff, Fehlpass. Aber Lengli passt auf. Zack, Cunha. Cunha, zeig dich mal. Nutz die Chance, dass du heute von Beginn an spielst. Nutz die Chance. De Jong. Da ist er doch, Cunha. Matheus Cunha. Kommt da nicht vorbei. Ich wollte ein bisschen tricky machen. Aber ja, wenn Eibar so weiterspielt, dann haben wir es einfach. Wenn jeder Pass da bei uns landet. Messi. Na, warum nicht? Einfach mal aus der Drehung probieren. Und diesmal kein Fehlpass. Aber trotzdem erobern wir uns den Ball relativ schnell wieder. Und Messi. Im Zusammenspiel mit Erling Haaland. Messi. Messi. Was passiert hier, Mann? Auf engstem Raum verlieren wir die Kugel. Ey, Siri! Junge! Siri hat mich komplett hops genommen. Ich habe schon gedacht, hä, warum geht mein Handy hier an? Weil mein Handy liegt hier nebendran. Und einfach irgendwas Siri, Junge. Meine Herren, Siri lenkt mich nicht ab hier im Pokalspiel. Oh shit, Ter Stegen! Der ist drin! Der geht an den Innenpfosten, kullert auf der Linie entlang und rutscht dann rein ins Tor. Und wir liegen zurück. Wir liegen zurück gegen den SD Eibar. Ja moin. Das war's komplett. Stellt euch mal vor, wir fliegen jetzt raus. Das wäre eine Katastrophe. Das wäre eine Blamage, eine Katastrophe, alles in einem. Schön, Haaland! Schiri! Schiri, hast du Tomaten auf den Augen oder was? Das ist ein Freistoß. Haaland wäre durch gewesen. Schöner Pass, Cunha. Ey, Schiri! Ey, Messi! Was passiert? Jungs, das ist doch verarsche hier. Ey, nee. Oh! Muss ich da jetzt so mein Statement abgeben? Davis, was macht Davis da? Boah, Junge, jetzt liegen wir 2-0 hinten gegen Eibar. Geh, Haaland, bitte mach ihn. Es wäre so wichtig. Erling Haaland, danke. Oh mein Gott, 39. Minute. Aufholjagd beginnt. Unglaublich, die Aufholjagd beginnt als... Kann mich jemand kneifen? Wir liegen 2-0 hinten gegen Eibar. Also haben 2-0 hinten gelegen. Jetzt steht 2-1 und ich hoffe, wir können direkt das 2-2 hier erzielen. De Jong. Oh, direkt. Oh, wenn Haaland den direkt durch die Lücke weiterleitet auf Messi. Dann rappelt sie nochmal in der ersten Halbzeit. Komm. Weiter. Messi. Runter auf Haaland. Erling Haaland. Oh, an den Pfosten. Was passiert hier heute? Messi. Cunha. Matheus Cunha. Ey. Jeder Schuss wird abgeblockt, abgefälscht oder sonst was. Haaland. Cunha. Weg ist der Ball. 45. Und die erste Halbzeit ist auch weg. Außen vorbei ist sie. Jawohl, komm, Haaland, mach ihn, 49. Spielstand wiederhergestellt, also Spielbeginn wiederhergestellt. 2-2 ist quasi so, als würde das Spiel gerade losgehen. Und ich weiß nicht, wann ich Haaland rausnehmen soll, der war ja schon vor der Partie nicht ganz fit. Aber gerade bei diesem Spielstand ist halt Haaland wichtig. Oh mein Gott, wenn er jetzt einfach durchgeht. Erling Haaland, nein, der Letzte. Der zählt. So ein Tor habe ich ja noch nie gemacht. Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Was macht denn der CPU da? Guckt euch das an. Der macht einfach einen auf Alisson. Oh mein Gott. 3-2. Da ist die Führung. Spiel gedreht, Baby.
Okay, da hatten wir mal Glück. Und es gibt auch nicht Freistöße. Die Freistöße sind... Eieiei, ich spiele auf Ultimativ. Ihr wisst, Ultimativ, Freistöße... Ach, die können gut und gerne mal drin sein. Pedro Leon. Arbila kommt dazu. Und Ter Stegen mit der Glanzparade. Marc-André Ter Stegen mit einer Glanzparade. Fürpo kommt rein, weil Davis ist auch nicht mehr ganz so fit. Außerdem haben wir ja die Führung hergestellt. Also alles erstmal entspannt, sage ich mal. Wenn wir noch eins oben drauf packen, machen könnten oder erzielen könnten. Und wie ist denn... Alter, wie offen ist denn hier Eibar gerade? Schöner Pass, Haaland. Auf Erling Haaland meine ich natürlich. Zack, Tielemans, Messi, Messi. Und es gibt den Eckball. Es gibt den Eckball. Ein 2 zu 4 würde die Entscheidung sein. Lenglet! Nee, Lenglet. Ja, schön durchgesetzt. Schön durchgesetzt und dann verliert er doch noch den Ball. Shit, jetzt muss er aufpassen, aber die Viererkette, die steht hinten und Tielemans. Tielemans bärenstark. Ich möchte nicht flanken. Ich möchte irgendwie lieber kurz spielen, aber Messi, wo läufst du denn hin? Messi, schnibbel ihn mal rein hier irgendwie. Schnibbel die, schnabbel die, schnupp. Messi, kein Abseits. Messi, 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 Messi. Ja, eine flache Flanke, da habe ich nichts gegen. So, Eckball gibt's aber. Eckball gibt's. Und in der Mitte steht wieder Lenglet. Und der war gut. Und Firpo. Und runter De Jong. De Jong. Und Firpo mitnehmen. Der neue. Firpo, 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 Firpo in die Mitte. Und wieder gibt's eine Ecke. Und Ndombele kommt rein. Und die Ecke. Wieder auf Lenglet. Und diesmal sitzt da. Diesmal ist er drin, Clement Lenglet, unser El Capitano mit dem entscheidenden Türchen. 2 zu 4, das war's. Nach 2-0 Rückstand, 2 zu 4, ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr geil. Und das tut auch gut, Jungs, sage ich euch so, wie es ist. Das tut hier auch extremst gut. Und das nächste Mal, wenn ich jetzt hier schnell Wechsel habe mit Richarlison, dann nehme ich Richarlison rein für Erling Haaland. Weil jetzt kann er auch sich mal 10 Minuten Pause gönnen. Oder einfach nochmal ein Türchen machen. Aber mit diesem langen Ball nicht. Wäre er ein bisschen kürzer gekommen. Wer weiß, ob Haaland da rangekommen wäre. Eventuell der letzte Eckball im Spiel. Und wenn Eibar den reinmachen sollte, sie machen es nicht rein, könnte es nochmal spannend werden. Und somit wird es nicht mehr spannend. Die letzten Minuten laufen hier runter. 2 zu 4. Aber Eibar probiert es nochmal. Eibar probiert es nochmal mit dem Fehlpass. Und jetzt können wir nochmal den Konter einleiten und ihr seht es, Haaland ist immer noch auf dem Spielfeld. Ndombele könnte sein Türchen machen. Viele Tore hat er bei uns nicht reingemacht. Jetzt macht er ihn. Ndombele. Das gönne ich ihm. Er spielt ja jetzt nicht jedes Spiel, aber wenn er mal spielt, ja, finde ich gut, dass er jetzt hier ein Türchen gemacht hat. 2 zu 5. Ja, finito. Finito. Vorbei. Aus. Ende. Ende Gelände. Huhuh. Und somit stehen wir, ich glaube, jetzt schon mittlerweile im Halbfinale, oder? War das nicht das Viertelfinale? Ne, das war das Achtelfinale. Ah, okay, das war das Achtelfinale. Ich weiß nicht, wann das Finale, beziehungsweise wann das nächste, das Viertelfinale stattfindet. Weil ich werde jetzt auf jeden Fall noch gegen Getafe simulieren. Wir sind 7 Punkte hinter Atletico Madrid, 4 Punkte vor Real Madrid. Also den zweiten Platz haben wir relativ safe, sage ich mal. Aber wir wollen natürlich auf dem ersten. Wir wollen auf dem ersten, das ist alles, was zählt. Und deswegen, ja, bringt jetzt eigentlich nur einen Sieg was. Es bringt nur einen Sieg was. Und wer ist jetzt hier schon wieder? Dembele. Ich erwarte mehr von dir. Depay, du bekommst deine Chance. Ey, Depay, du spielst jedes Spiel, Kollege. Nur weil du jetzt hier mal eine Spielpause bekommen hast. Du spielst natürlich jetzt wieder gegen die Getafe. Und ich muss mal gucken, wegen den anderen Positionen. Hier, Ndombele hat sich belohnt mit dem Türchen. Deswegen spielt er jetzt. Ansu Fati spielt auch wieder. Den Rest lasse ich aber zu. Haaland und Co., die spielen. Von Beginn an. Natürlich Messi sowieso. Ein Tag ist jetzt noch Ruhe. Sonntag haben wir das Spiel gegen Getafe und danach sofort im Pokal. Das heißt gegen RCD Espanyol Barcelona. Gegen RCD Espanyol Barcelona werden wir in der nächsten Folge spielen. Und auch gegen Chelsea. Das heißt nächste Folge zwei Spiele. RCD Espanyol im Pokal und Chelsea in der Champions League. Das wird heftig, Mann. Das wird brutal. Gegen Chelsea sowieso, da ich möchte natürlich weiterkommen, ich möchte die Champions League gewinnen mit Barcelona. Jetzt gehen wir rein ins letzte Spiel,
gegen Ünal, Doğru, Cucurella und Co. Luke Shaw haben sie sogar hinten links geholt. Mal gucken, was das wird. Ich hoffe 3 Punkte, ich hoffe 3 Punkte. Let's go! 3:0. 3:0 und 3 Punkte in unsere Tasche. Dembele hat's gemacht, Depay und Erling Haaland sowieso. Erling Haaland ist ein Gott. Jungs, das soll's gewesen sein für die heutige Folge. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns logischerweise bei der nächsten Folge wieder hier auf meinem Kanal. Ich bin raus und wir sehen uns beim nächsten Mal. Atletico muss gegen Real Madrid. Ja, moin. Was ist das für ein Spiel, Junge? Im Viertelfinale. Also einer der Favoriten ist auch schon mit raus. Atletico, Real Madrid und Barca und wir sind sowieso drin. Leute, ich bin raus und bis zum nächsten Mal. Tschüss.